Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf Kurs. Heute treffen wir uns mit Hansa-Innenverteidiger Steven Ruprecht. Zum einen sprechen wir über die aktuelle sportliche Lage, zum anderen hat Steven eins seiner Trikots gespendet für den guten Zweck. Zuallererst widmen wir uns aber einem alten Bekannten, Ken Diemens. Der hat sich hier schwer das Bein gebrochen. Wie es derzeit um Ken bestellt ist und wann wir ihn wieder zurück auf dem Platz sehen, das sehen wir jetzt in meinem Beitrag. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. Was macht eigentlich Ken Lehmanns? So, das war's. Gehen wir wieder rein. Ist hier zu kalt, ne? Wie man sieht, hat Hansas erster Belgier zumindest seinen Humor nicht verloren. Und auch sportlich geht es langsam aber sicher voran. Das erfreut umso mehr, da nach seiner Horrorverletzung zum Ende der letzten Saison war zwischenzeitlich sogar ein Karriereende denkbar. Ich hatte mich eigentlich gehofft, dass ich schon weiter wäre. Aber ich glaube, das haben alle verletzten Leute, dass die die Hoffnung haben, schnell wieder auf dem Platz zu stehen. Aber dass es dauert, das ist normal. Und ich kann es auch nicht schneller machen, weil mein Körper zeigt jedes Mal, wo die Grenze liegt. Und daran muss ich mich halten. Und los. Nee, ich bin Chef. 10 Sekunden noch, komm. Von der Verletzung selbst beim Spiel gegen die Stuttgarter Kickers weiß Ken eigentlich kaum noch etwas. Was er persönlich auch gut findet, denn den Unfall selbst möchte er sich nicht noch einmal anschauen. Zumindest so lange, wie ich noch Fußball spiele, soll ich mich das nicht anschauen. Und ich weiß nur noch, dass das Spiel gegen Offenbach war und alles Weitere, das war so ein Schock und ich kann mich kaum noch etwas erinnern. Das ist hier Sabotage zu schießen. Habt ihr das auch genommen? Selbstverständlich. Das ist mein Meister. Derzeit stehen für die Spaßkanone der Mannschaft hauptsächlich Muskelaufbauübungen an. Denn vor allem die Muskeln machen bei ihm derzeit noch zu schnell wieder zu. So, von der gesamten Athletik ist er richtig gut drauf mittlerweile. Das Problem ist immer noch der Unterschenkel, halt die Muskulatur, dass die zu schnell zumacht. Und da jetzt so einen Stand abzugeben, ist jetzt schwierig. Also. Und was hier schwer danach ausschaut, als wäre es anstrengend, dem sei versichert, ist es auch. Umso erstaunlicher, dass Ken dann die Pausen zwischen den Übungen dazu nutzt, den anderen ihr Übungsprogramm noch irgendwie vorzumachen. Wie in diesem Fall Torwart Fabian Künnemann. Bei seinen eigenen Übungen ist Ken übrigens Meister im Verhandeln. Hier will er mal einen Durchgang weniger machen. Oder er meint, er hätte schon viel mehr Sekunden bei einer anderen hinter sich gebracht. Dennoch ist Tobias Hamann mit seinem Dauerpatienten zufrieden. Zum Abschluss einer jeden Übungseinheit ist Ken im Übrigen an der Tischplatte aktiv. Und so wie er da versucht, jeden Ball zu ergattern, so kennen wir ihn auch auf dem Platz. Und auf diesem Platz wollen wir ihn dann auch zur Rückrunde wiedersehen. Und wie versprochen, neben uns Hansa-Verteidiger Steven Ruprecht. Steven, erste Frage würde ich mal gleich loslegen. Wie hast du dich in Rostock eingelebt? Wie hast du dich beim FC Hansa Rostock eingelebt? Ja, alles in allem habe ich mich sehr, sehr gut eingelebt. Also war von der Stadt sehr positiv überrascht und wir haben eine super schöne Wohnung gefunden und fühle mich mittlerweile in Rostock in der Stadt sehr wohl. Und beim FC Hansa war die Aufnahme auch sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen, und hat sehr, sehr einfach funktioniert und mittlerweile bin ich wirklich in Rostock angekommen. Was waren die ausschlaggebenden Argumente von Uwe Fester, dass du zum FC Hansa Rostock kommst und Halle verlässt? Ich war erstens in Halle nicht mehr glücklich und wollte irgendwie was anderes, weil ich das Gefühl hatte, dass ich sportlich stehen geblieben bin und hatte mit Uwe Fester ein sehr, sehr gutes Gespräch und dann auch ein sehr, sehr gutes und intensives Gespräch mit Andi Bergmann. Und das waren eigentlich die ausschlaggebenden Gründe, dass ich gesagt habe, Rostock ist für mich so ein Traditionsverein und vielleicht bringt mich das einfach nochmal weiter und Stand jetzt bereue ich es keine Sekunde.
stehen geblieben, weiterkommen, das ist ein gutes Stichwort bei dir. Du warst ja eigentlich schon in der zweiten Liga angekommen. Jetzt bist du in der dritten, hast du das Gefühl, du bist eigentlich eher hinter deinem Level, wo du eigentlich hingehörst? Nein, weil ich denke, dass man nach vielen Verletzungen, die ich auch durchgemacht habe, vielleicht mal einen Schritt zurückgehen musste. Das habe ich getan. Ich bin ein sehr großes Risiko gegangen, indem ich in die Regionalliga damals gegangen bin. Wir sind aber aufgestiegen. Und dieses Ziel, zweite Liga, ist immer noch in meinem Kopf. Ob man das erreicht, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, dass man sich Ziele setzen muss im Leben. Und mein Ziel ist es, da vielleicht nochmal anzuklopfen. Aber vor allem ist jetzt erstmal wichtig für den FC Hansa, dass ich Woche für Woche auf dem Platz stehe und dass ich so viele Spiele wie möglich mache, dass ich gesund bin. Wie gesagt, ich habe viele Verletzungen schon durch und wenn dann am Ende so viele Drittligaspiele wie möglich auf dem Kasten stehen, dann ist das auch gut. Theorie und Praxis. Theorie hatten wir ja vorher gehabt, hast du ja schon erzählt mit Uwe Fest und Andi Bergmann. Hast du das Gefühl, am Anfang hat die Praxis wunderbar geklappt? Also diese Vision, die man ja da eigentlich so ein bisschen aufbaut, die sportlichen, die ging zum Anfang ja zumindest ergebnistechnisch vollkommen in Ordnung. Ja, das war ein super Saisonstart, den wir da hatten, aber ich glaube, dass wir sowohl der Manager, Trainer als auch viele Jungs in der Mannschaft das vernünftig realisiert haben, dass man gesagt hat, bei so einer jungen Mannschaft war es überraschend, dass wir so gut reingekommen sind. Das hat uns allen Spaß gemacht, die Euphorie hier auch im Umfeld war sehr, sehr groß. Aber wir haben immer noch gesagt, dass es mal Rückschläge geben kann. Dass man jetzt natürlich mit dem Rückschlag wie gegen Darmstadt 0-6 erstmal klarkommen muss, ist das eine. Dass uns sowas nicht passieren darf, ist das andere. Und ja, wie gesagt, wir müssen sehen, dass wir jetzt mal wieder den nächsten Schritt nach vorne machen, um dass das ganze Umfeld, die Fans, wieder das Gefühl haben, dass es nicht noch weiter zurückgeht. Euphorie ist auch ein gutes Stichwort. Es gab am Anfang der Saison ein Interview mit Arvid Langschwager und dir. Da wurde ein Trikot auf einmal rausgezaubert. War das Euphorie, dass du dann eigentlich gesagt hast, okay, wenn ich das erste Tor schieße, gebe ich mein Trikot oben drauf, um zu spenden für die Kinderkrebshilfe? Nein, was heißt Euphorie? Das ist halt einfach eine Sache, dass ich glaube, dass es viel, viel wichtigere Dinge im Leben gibt als Fußball. Und dazu gehört halt einfach gesund sein. Und wenn ich davon höre, dass einfach viele Kinder von so einer Krankheit betroffen sind, dann glaube ich, dann ist es einfach für einen guten Zweck. Und von daher habe ich da gleich mitgemacht, weil ich Arvids Intention dahinter auch verstanden habe. Und ich habe gesagt, wenn ich meinen Teil dazu irgendwie beitragen kann, dann ist es gut. Und habe dann gesagt, okay, nach meinem ersten Tor gebe ich mein Trikot ab. Und wenn es Kindern irgendwie hilft, wenn man da irgendwie helfen kann, dann finde ich, dann sollte das jeder Mensch tun. Dann schauen wir uns an, was aus den Trikots geworden ist, bevor wir die aktuelle Lage bei Hansa beleuchten. Der 17. Beitrag über Steven, die Trikots und die Rostocker Robben. Dass du noch zu emotional es war bist, ein Tag im Sommer. Zwei Mann in einem Strandkorb. Sie sprechen über die zukünftige Saison des FC Hansa Rostock. Plötzlich wird ein Trikot aus dem Hut gezaubert. Es war das Trikot eines Gegenspielers von Steven Ruprecht. Gegen ihn und seine Mannschaft erzielte er sein erstes Profitor. Und mit dem Trikot wurde dann eine Wette verbunden. Du wirst, ich nehme das Ding jetzt jedes Mal mit ins Stadion, die ganze Saison. Okay. Du wirst schnellstmöglich dein erstes Tor für den FC Hansa Rostock schießen oder köpfen. Okay. Und danach, erst danach, dann nehme ich das den Talisman. Danach versteigern wir das dann zugunsten der Kinderkrebshilfe hier in Rostock und bringen das dann diesem guten Zweck zur Verfügung. Was meinst du? Als wäre dies nicht genug, legt der 1,95 Meter große Hühne noch einen oben drauf. Ja. Zu dem guten Zweck würde ich sogar das Trikot, in dem ich mein erstes Tor für den FC Hansa mache, ob Bayern oder dann im ersten Punktspiel, würde ich drauflegen, dass wir die beiden Trikots zusammen versteigern. So, bis genau zum ersten Tor von Steven dauert es dann auch gar nicht mal so lange. Bereits am 7. Spieltag trifft der Innenverteidiger und opfert bzw. spendet, wie versprochen, sein Trikot für den guten Zweck. Also umso näher der Abpfiff kam, umso mehr habe ich daran gedacht und habe gedacht, scheiße, ich muss das jetzt wirklich einhalten. Nein, Spaß, ich mache das gerne und ja, machen wir einfach jetzt. Ja? Sehr schön. Anschließend, natürlich einmal zuvor gewaschen, werden die beiden Trikots via eBay versteigert und haben kurze Zeit später einen neuen Besitzer und die Kinderkrebshilfe in Rostock bekommt Geld für den guten Zweck. Aber nicht nur durch die Trikots von Steven. Es sammelten nämlich auch noch andere für den guten Zweck. So erspielten die deutschen Meister in Sachen Beachsoccer-Fußball, die Rostocker Robben, zusammen mit den Logger & Jogger Allstars noch einmal 3.200 Euro.
Also wir haben ja für jedes Tor, das gefallen ist, Geld gespendet, 30 Euro, haben Torwandschießen noch gemacht, es wurden noch ein, zwei Trikots da versteigert von dem Sponsor auch, von Materia, der hat da noch was unterschrieben. Und also da kam auch von Einzelunternehmen noch was dazu und haben insgesamt 3.200 Euro zusammenbekommen und ich denke, das ist auch eine ganz gute Sache. Insgesamt konnte sich die Kinderkrebshilfe in Rostock dann über fast 3.500 Euro freuen. Und dieses Geld kommt dem großen Hansa Rostock-Fan Daniel zugute. Wir danken zunächst erst einmal den Spendern und dürfen sagen, dass wir uns dieses Mal ein ganz besonderes Unterstützungswerk vorgenommen haben. Ein schwer an Krebs erkrankter junger Mensch, der Gymnasium besucht, soll das virtuelle Klassenzimmer, eine Lösung, die wir entwickelt haben mit sehr viel Aufwand, die mit den Eltern umgesetzt werden muss, damit der Junge vom Krankenbett aus den Unterricht erleben darf. Insgesamt kostet das virtuelle Klassenzimmer ca. 5.000 Euro. Damit fehlt also immer noch ein wenig Geld. Umso erfreulicher war es von daher, dass Hansa-Verteidiger Steven Ruprecht dann noch eine weitere positive Nachricht bei der Scheckübergabe überbringen konnte. Unser Boss, sage ich immer so gerne, Michael Dahmann, hat gesagt, dass für jedes weitere Tor, was wir in der Saison schießen, das heißt, da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu, weil es für einen guten Zweck ist, gibt der FC Hansa Rostock nochmal 50 Euro dazu für die Kinderkrebshilfe als kleine Unterstützung, weil der Verein hinter solchen Aktionen steht, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und das ist für uns, glaube ich, noch mehr Ansporn, wenn ich das nachher in der Mannschaft anspreche, um dass wir so viele Tore wie möglich machen, weil es einfach einem guten Zweck zugutekommt. Somit fehlen für Daniels virtuelles Klassenzimmer nur noch ein paar Tore der Ostseekicker. Und darüber würden sich sicher auch alle anderen Hansa-Fans freuen. Gefallen diese Bilder? Dann kommen Sie doch in den Rostocker Zoo und in das Darwineum. Über 4.500 Tiere in 320 Arten freuen sich auf Ihren Besuch. Und für den Monat November verlost der Rostocker Zoo 2x2 Jahreskarten. Beantworten Sie dazu die unten stehende Frage per E-Mail an info@mv1.tv. Mit ein bisschen Glück gehören Sie zu den Gewinnern. Mecklenburg-Schwerin in einer App. Jetzt für Ihr Smartphone und Tablet. Finden Sie Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten. Dazu interessante Fakten zum Nachlesen und als Video. Übersichtlich und einfach zu bedienen. Außerdem Wissenswertes und Historisches. Navigieren Sie in der App zu Ihren Lieblingsorten. Haben Sie Ihr Regionalfernsehen TV Schwerin immer mit dabei. Die Mecklenburg-Schwerin-App. Jetzt kostenlos für Android im Google Play Store und für iPhone, iPad und iPod Touch im iTunes App Store. Und von Steven Ruprecht wieder zu Steven Ruprecht. Steven, wir haben schon gesagt, aktuelle Lage wollen wir müssen beleuchten. Jetzt habt ihr die beiden Landespokalspiele hinter euch gebracht. Die Kritik ist nicht gerade verstummt, eher größer geworden. Es wird immer oft gesagt, es fehlt euch am Selbstvertrauen. Ist es denn nur das Selbstvertrauen im Moment? Ja, sicherlich ist es irgendwo auch Selbstvertrauen. Da können gestandene Spieler auf dem Platz stehen, wie sie wollen. Wenn man solche Rückschläge erstmal hinnehmen muss und seit 3 Wochen keinen Sieg mehr eingefahren hat, dann ist es immer schwierig. Ich denke, dass man trotzdem gegen den Siebt- und Fünftligisten besser auftreten kann, als wir es gemacht haben, zumindest teilweise. Weil ich glaube, dass wir gerade gegen Malchow die erste Viertelstunde beherrscht haben. Allerdings lassen wir uns von einfachen Dingen momentan aus dem Konzept bringen. Momentan ist es auch so, dass jeder Fehler von uns wird einfach brutal bestraft. Das ist einfach so. Aber das soll kein Alibi sein, sondern wir müssen damit umgehen. Wir müssen sagen, okay, wir arbeiten Tag für Tag im Training weiter
um dass am Ende auch wieder ein Tick Glück zurückkommt und dass wir vor allem diese individuellen Fehler abstellen. Ja, jetzt hast du 2 Tore gegen Maitiu gemacht, aber du hast schon individuelle Fehler angesprochen. Auch war ein großer Bock dazwischen. Wie kommt sowas? Also das war jetzt nicht der erste der Abwehr, das war ja schon der zweite, dritte, vierte. Ja, sicherlich. Das darf uns einfach nicht passieren. Und ja, wenn man immer wüsste, woher das kommt, dann würden solche Fehler wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber das sind Dinge, die im Spiel dann halt einfach so passieren und worüber wir uns alle ziemlich ärgern, weil am Ende, wenn jeder sagen würde, ich leiste mir jetzt mal einen individuellen Fehler, dann geht es noch weiter nach unten. Und gerade hinten sind wir eigentlich mit 4 erfahrenen Spielern bestickt. Und wenn die dann natürlich patzen, ist das umso ärgerlicher. Wie gesagt, ich habe keine Erklärung dafür, woher das kommt. Vielleicht ist es einfach oftmals Unkonzentriertheit. Und da müssen wir halt schleunig sehen, dass wir da wieder auf eine Ebene kommen, dass dann solche Fehler einfach nicht mehr passieren. Sehr gelobt wurde dir zum Anfang gegen den Kurzpassspiel. Habt euch da richtig gut durchs Mittelfeld auch von der Abwehr rausgespielt. In Saarbrücken war nun zu sehen, dass ihr sehr viel lange Bälle gespielt habt. Wie erklärst du, dass man da auf einmal weg vom Kurzpassspiel geht? Ja, gut, also wir probieren natürlich immer noch unser Kurzpassspiel irgendwie aufzuziehen. Das war in den letzten Wochen nicht mehr so sichtbar. Wenn man uns im Training beobachtet, dann läuft der Ball viel, viel besser. Wir haben momentan einfach Probleme, das ins Spiel rüber zu bekommen und gegen Saarbrücken, man kann das auch nicht immer auf jeden Gegner projizieren, denn es gibt auch Gegner, die einfach anders stehen, die sehr, sehr tief stehen. Ich sag mal, gegen Heidenheim zum Beispiel, die wollten auch Fußball spielen, da kam uns das sehr, sehr entgegen. Gegen einen Gegner wie Saarbrücken, der von Anfang an sehr, sehr tief stand, ja, haben wir es dann halt teilweise auch mit vielen langen Bällen probiert, was sicherlich dann oftmals gute Gelegenheiten ergeben hat, aber vielleicht auch nicht das probate Mittel war. Und am Ende stand deshalb vielleicht auch das 0:0. Aber alles in allem war in dem Spiel auch wichtig, dass wir defensiv mal wieder zu Null spielen und uns eine gewisse Sicherheit holen. Und wie gesagt, wir wollen unser Kurzpassspiel aufziehen. Wir sind im Training immer wieder dabei und üben das regelmäßig. Und das sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Und wir müssen sehen, dass wir das jetzt einfach mal wieder ins Spiel rüberbekommen. Wie gehst du jetzt damit um, dass die Abwehr nun generell in der Kritik steht und eventuell auch umgebaut wird? Machst du dir da Gedanken, Sorgen um deinen Platz? Ich denke, dass sich jeder Sorgen machen muss um seinen Platz. Bei den Leistungen, die wir vielleicht teilweise abgerufen haben. Aber ich glaube, dass ich jetzt da nicht schlechter war wie irgendjemand anderes. Und von dem her bin ich da selbstbewusst und will jedes Wochenende spielen und will in jeder Trainingseinheit dem Trainer zeigen, dass ich in diese Mannschaft gehöre. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es ist im Fußball ganz normal, dass ein Trainer nach solchen Leistungen probiert, irgendwas zu ändern. Und wenn er das jetzt am Wochenende zum Beispiel schon tut, dann ist das halt so. Dann muss derjenige, der dann auf der Bank sitzt, auch wenn ich es bin, muss damit leben. Und dann gibt es nächste Woche wieder 7 Tage Zeit, wo man dem Trainer beweisen kann, hey, guck mal, du hast einen Fehler gemacht. Und das sollte derjenige dann auch tun. Wie gesagt, wenn ich es bin, ich bin niemand, der sich in die Ecke setzt und schmollt, sondern ich nehme die Herausforderungen dann an und hoffe, dass ich schon eine Woche später wieder auf dem Platz stehe. Was macht dir Mut und damit uns Fans Mut, dass es jetzt demnächst besser wird? Dass ich jeden Tag bei der Mannschaft bin, sehe, wie wir arbeiten, sehe, wie wir zusammenstehen und dass es im Training auch mal knallt. Und dass die Qualität einfach da ist. Und daran sollte jeder Fan glauben, daran muss jeder von uns glauben, weil wir auf dem Platz stehen. Und man sollte immer wieder den Jungs da auf dem Platz, egal welche Elf das dann sind, Mut machen, zu der Mannschaft stehen und dann packen wir das alle gemeinsam. Dann dein Wort in Gottes Ohr. Hoffen wir, dass es besser wird, vor allem ergebnistechnisch besser wird. Danke dir für das Gespräch. Und für Sie gibt es wie gewohnt noch ein paar Karten zu gewinnen und würde mich auch freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Selbst im Stadion bei einem Spiel des FC Hansa Rostock dabei sein? Kein Problem, denn wir verlosen für jedes Heimspiel der Kogge 5x2 Freikarten. Um bei den unten genannten Terminen im Lostopf zu sein, schreiben Sie bitte eine Mail an gewinnspiel@juni-media.com. Und wer weiß, mit ein bisschen Glück erleben Sie unsere Fußballstars dann hautnah. Und wenn nicht, dann möchten wir Ihnen als mögliche Alternative noch das Hansa-Fanradio ans Herz legen.